Namaskara Padmasana bedeutet das Einnehmen der Lotusstellung. Kara Padmasana wird auch genannt als eine der verschiedenen Variationen von Padmasana, wobei der traditionelle Text, den Garode in seiner Enzyklopädie of Traditional Asana erwähnt, diese Kara Padmasana nicht genauer beschreibt. Von der Wortbedeutung her heißt Kara ausführen und so gib einen Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel, dann bist du im Lotussitz. Und wenn du nicht den vollen Lotussitz üben kannst, dann übe eine andere kreuzbeinige Stellung.